Meine Damen und Herren, Winterzeit ist Eintopfzeit und mein Lieblingseintopf, der geht super einfach. Einfach hier so Kraut, schauen Sie mal, Kraut und Kartoffeln. Ich habe hier so Spitzkohl und den muss man einfach nur klein schneiden, in Stücke. Und ganz, ganz easy, super einfache Zutaten, super einfache Zubereitung. Das Rezept habe ich bei Instagram gesehen. Ich folge da seit kurzem so einer irgendwie super sweeten Foodbloggerin. Die ist ein bisschen politisch, die hat auch so ein retro-schick Modeding am Laufen. Aber vor allen Dingen kocht die super, saisonal und regional. Selbst die Musik wird regional angebaut. Toll! Das Rezept ist von dieser neuen, sehr erfolgreichen Influencerin aus Forchtenberg. Das ist in der Nähe von Heilbronn. Die studiert wohl aber gerade irgendwie in München zurzeit und heißt Sophie Scholl. Hier, gucken Sie mal, das ist ihr Instagram-Profil. Ich bin Sophie Scholl, Bloggerin, 21 Jahre alt, Studentin im Widerstand. Über 750.000 Follower bei Instagram. Und die postet total cooles Influencer-Zeug, irgendwie Rezepte, Travel-Tipps zwischen München und Ulm und Aktivisti-Lifestyle, so ein bisschen mit Flyer verteilen an der Uni und so. Aber heute ist was total Krasses passiert. Habe ich in ihrer Story gesehen. Sophie und ihr Bruder wurden krass erwischt beim Scheißebauen. Halt! Stehen bleiben! Mitkommen! Was? Wieso? Ich habe sie gesehen mit den Flugblättern. Das ist doch lächerlich. Lassen Sie ihn los. Für wen halten Sie sich eigentlich? Moment. Wie war ganz kurz, was? Sophie Scholl ist bei Instagram? Das ist die echte Sophie Scholl? Die sieht so aus? Ich dachte, das ist Sophie Scholl. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Zu viele Sophie Scholls zurzeit in Deutschland. Welche ist denn jetzt die richtige? What's the real Sophie Scholl? Please stand up. Please stand up. Würden wir jungen Leute jetzt sagen, das hier, meine Damen und Herren, ist die echte Sophie Scholl. Widerstandskämpferin der Weißen Rose gegen die Nationalsozialisten. Heute vor 79 Jahren in München festgenommen. Und in 4 Tagen am Dienstag wird sie hingerichtet. Also wurde hingerichtet vor 79 Jahren, weil sie Flyer verteilt hat an der Uni in München. Obwohl ich bei Instagram extra dagegen gestimmt habe, weil es ist viel zu gefährlich. Habe extra draufgeklickt. Leider hat Sophie aber nicht auf die Community gehört. Zu gefährlich. Sie hat auf die 5% gehört, die gesagt haben, Flyer verteilen an der Uni, gute Idee. Aber wieso kann denn die Community bei Instagram darüber abstimmen, ob Sophie Scholl 1943 Flugblätter verteilen soll? Was ist hier eigentlich los? Meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen dringend mal über das schwierige deutsche Verhältnis zur schwierigen deutschen Geschichte reden. Übers Erinnern. Bitte nicht. Doch, Ulf, wenn ich zum Beispiel bei Instagram gucke, was Sophie Scholl gerade kocht, dann muss ich an Krauts denken und an Kartoffeln und an Deutschland und vor allen Dingen an Nazis. Ich bin Sophie Scholl, heißt dieses coole Insta-Projekt vom Rechercheverbund SWR, BR, Weiß Media und Co. Seit 10 Monaten können wir alle live dabei sein im Leben von Sophie Scholl und da ist ganz schön was los. Heute ist der 4. Mai 1942 und gleich geht's auf den Zug. Studieren in der Großstadt. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und am meisten freue ich mich auf meinen großen Bruder Hans. Es gibt Widerstand. Hier, in München, an meiner Uni. Hans, ich will mitmachen. Das geht aber nicht. Ja, wir können jetzt auch nicht so tun, als ob nichts wäre, oder? Wir werden noch mehr Flugblätter drucken. Viele Flugblätter, damit die Menschen endlich erwachen. Guten Abend, das Fräulein. Meine Damen und Herren, ich war genauso fassungslos wie Pamela Reif, Stefanie Giesinger und Caro Dauer zusammen. Sophie Scholl ist die neue Big Playerin im deutschen Instagram-Game. Die macht Reels und Videos, die postet Fotos und Stories und unterhält sich sogar in den Kommentaren mit ihren Followerinnen, als wäre sie nicht 1943 von den Nazis ermordet worden. Das Projekt Ich bin Sophie Scholl bei Instagram, das ist eine richtig gute Idee, vor allen Dingen für uns junge Menschen. Weil wir jungen Menschen, wir sind ja auch wichtig. Ey, Juan, mach mal eine Grafik für uns junge Leute, weil es geht ja auch um uns. Ja, weil wir 20-Jährigen, wir interessieren uns nicht nur für den Streit zwischen Cassie und Maddie bei Euphoria oder für Ketamin oder für Geschlechtsverkehr mit unseren jungen, frischen Körpern mit dem straffen Bindegewebe. Nein, wir interessieren uns auch für so Retro-Sachen wie Geschichte. Deswegen ist es echt lit. Cringe. Dass über 750.000 jungen Menschen wie mir bei Instagram Deutschlands bekannteste Widerstandskämpferin Sophie Scholl präsentiert wird. So geht Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert. So geht History legit! Das, was wir wirklich in diesen 10 Monaten zeigen, hat auch so stattgefunden.
Und damit erhoffen wir uns natürlich, dass wir auch diesem Kanal eine Kredibilität geben, dass das nicht einfach eine Influencerin ist, die hier auf der Suche nach Aufmerksamkeit ist, sondern dass es hier darum geht, eine Person zu zeigen, in respektvoll, in der Art und Weise, wie sie gelebt hat. Und das in einem Promo-Interview zwischen Hakenkreuzen und Reichsbahnwaggons auf Schienen erzählen, ohne einmal zu denken, sieht das nicht eher nach Deportation aus als nach Sophie Scholl? Voll real und respektvoll und echt cool. Es ist aber auch nicht ganz leicht, bei Instagram an die Nazi-Zeit zu erinnern. Instagram, eine Plattform, wo normalerweise sowas trendet. Ja, ihr seht richtig. Spaghetti von Susi und Strolch auf dem höchsten Berg in Deutschland. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ja, Zubereitungszeit 10 Minuten und dann noch 16 Stunden zu Fuß hoch auf die scheiß Zugspitze. Guten Appetit, Stefano Zarella. Bei Instagram neben romantischen Bergspaghetti real und respektvoll an die Nazi-Zeit erinnern. Das gelingt doch sonst eigentlich nur unserer Bundesaußenministerin. Ich bin noch tief berührt von meinem Besuch in Yad Vashem. Aber nun kommt endlich wieder die Sonne raus. Ja, das war eine echte Insta-Story von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Hat sie schnell wieder gelöscht. Warum? Damit hat sie nur aus Versehen ausgesprochen, was viele Menschen in Deutschland schon immer gedacht haben. Ich meine, in einem Geschichtsunterricht muss man wissen, was vorgefallen ist. Aber man soll es auch nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Und ich möchte gerne, dass endlich Ruhe ist, damit Frieden und sich alle vertragen, damit endlich das aufhört. Es ist 70 Jahre her, ne? Also ich finde es lächerlich. Was finden Sie lächerlich? Ja, dass man über das noch diskutiert jetzt. Warum? Wir können nichts dafür, unsere Kinder nicht, unsere Enkel nicht. Also irgendwann müsste ja mal Schluss sein. Ja, Schluss jetzt. Es wird Zeit, dass die Sonne wieder rauskommt. Deutschland ist ja nicht nur Nazi-Verbrechen und Holocaust. Deutschland ist so viel mehr. Deutschland ist Heimat, Vaterland, Land der Spitzentechnologie, Land der Hochkultur und der Haute Cuisine. Und alle wollen immer nur reden von Nazis, Nazis, Nazis und Nazis. Hitler war tatsächlich ein Nazi. Ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Aber unsere Omas und Opas? Nee, no way. Und die Uropas und Uromas, die haben höchstens mitgemacht, weil sie mussten. Und selbst beim Mitmachen haben sie von nichts gewusst. Unsere Familien waren im Grunde alle komplett im Widerstand. Rückblickend waren die allermeisten Deutschen wie Sophie Scholl eigentlich. So glauben knapp 36% der befragten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, ihre Vorfahren seien eher Opfer der NS-Herrschaft gewesen. 32% denken, ihre Vorfahren hätten potenziellen Opfern geholfen. Tatsächlich waren es wenige 0,%. Diese verdammten Fakten auch immer. Wenn es um die Nazi-Zeit geht, sind die leider nicht auf unserer Seite. Und aufgearbeitet haben wir das alles erst recht noch nicht. Die deutsche Geschichte ist schwierig. Darum sind wir Nazi-Nachfahren praktisch gezwungen, unsere Geschichte zu fiktionalisieren und neu zu deuten, damit wir das alles überhaupt aushalten. Und dabei gerät gerade in letzter Zeit leider einiges ins Rutschen. Eine neue Studie, gestern veröffentlicht, belegt, von den Menschen, die Bock auf Corona-Proteste haben, glauben 37,6%, dass hier jetzt gerade alles so ist wie im Nationalsozialismus. Mehr als ein Drittel. Genau, und deine FFP2-Maske ist ein Konzentrationslager für deinen scheiß Mundgeruch oder was? Das ist natürlich alles kompletter Wahnsinn. Impfgegner, die sich als Holocaust-Opfer ausgeben, aber keine Überraschung, wenn Wörter nichts mehr bedeuten und Geschichte zur Freestyle-Erzählung wird. Hier, damit liefen Nazis noch am letzten Sonntag mal wieder durch Dresden. Und niemand hat ihnen zur Strafe die Frauenkirche weggebombt. Das könnte daran liegen, dass geschichtsvergessene Wortspielerei inzwischen Fans hat, bis tief hinein in die FDP-Vermieterbubble. Antifaschisten sind auch Faschisten. Ja, Faschisten, Antifaschisten, Täter, Opfer, Holocaust, Sophie Scholl. Es ist doch irgendwie alles dasselbe. Klar, ich meine, wir haben Millionen Menschen umgebracht und die Welt ins Unheil gestürzt. Aber Sachsen hat auch gelitten. Sachsen hat ja auch so gelitten bis heute. Es ist inzwischen alles irgendwie nur noch eine Suppe. Lecker, deutsche Geschichte. Ist wie so ein guter Eintopf. Je länger er steht, je mehr man drin rumrührt, desto bekömmlicher wird's. Und am allerbesten schmeckt's, wenn man mit den Zutaten ein bisschen experimentiert, sich ein kleines bisschen was Neues einfallen lässt, der traurigen deutschen Brühe mal was Frisches hinzufügt. Es ist so schön, Hans wieder bei mir zu haben. Er weiß einfach am allerbesten, wie er mich ablenken und aufheitern kann. Ah, süß. Hans und Sophie Scholl, Geschwister-Content bei Instagram. Wie Lisa und Lena oder die Lochis. Das klickt gut. Sophie Scholl bei Instagram ist viel authentischer als die echte Sophie Scholl. Das ist so lieb von dir. Nein, 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 nein. Klar, wer noch nie seine Geschwister mit Karpfeninnereien beschmiert hat, der werfe das erste Flugblatt. So geht Erinnerungskultur heute. Für uns junge Leute. Pick, 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 rap.
Das ist Geschichte zum Riechen, zum Schmecken, zum Anfassen und zum Mithören. Sophie Scholl kann nicht schlafen, weil Hans nebenan super laut bumst. Kein Wunder, dass sie wegen der ganzen schlaflosen Nächte auf andere Gedanken kommen muss. Nach 15 Minuten setzt die Wirkung der Panzerschokolade ein. Alle Müdigkeit ist wie weggeblasen. Ein fantastisches Gefühl. Hans vögelt zu laut und Sophie schmeißt begeistert Pillen ein. Da werden sich BR, Weiß, SWR und Co. sicher was dabei gedacht haben, oder? Historisch so authentisch wie möglich und plattformgetreu mit verschiedenen Medien erzählt. Ich bin Sophie Scholl ist ein spannendes Experiment, das junge Menschen erreichen soll. Ein spannendes Experiment, das junge Menschen erreichen soll. Genau wie das Dritte Reich. Wir jungen Leute können sogar mit Sophie Scholl chatten. Und die antwortet sogar persönlich. At Sightseeing Munich, ich werde die warmen Sommertage auch vermissen, aber ich freue mich auch auf den bunten Herbst. Die stetige Veränderung der Natur zu beobachten ist so faszinierend und die vielen bunten Farben erleichtern den Abschied vom Sommer. Warme Sommertage, bunter Herbst. Hat Sophie Scholl die Speisekarte von Hans im Glück geschrieben oder was? Ich bin nur Hobbyhistoriker, meine Damen und Herren, aber das klingt alles irgendwie, ich will jetzt nicht sagen erfunden, aber obwohl ich genau darüber nachdenke, ich will schon sagen, ziemlich erfunden, aber... Geht's bei Geschichte nicht um Fakten und um Genauigkeit? Was sagt denn da der zuständige Redaktionsleiter vom SWR dazu? Und das finde ich einfach ein zulässiges Spiel, was wir spielen. Auch ein Stück weit ist das die Verabredung von Instagram, weil es ist Interaktion. Interaktion heißt, mit der Figur, die man da sieht, zu kommunizieren. In dem Fall interessant, weil sie halt ein Stück weit fiktional ist, auf einer historischen Figur ruhend. Aber offenbar wird es sehr angenommen. Ein Stück weit fiktional. Stimmt. Man könnte ja auch mal Filme von Roland Emmerich im Politikunterricht zeigen. Klar, ein Stück weit fiktional, aber das Weiße Haus gibt's ja wirklich. Ihr kriegt alle eine Eins in Politik. Und historischen Persönlichkeiten neue Texte schreiben, sowas machen wir beim ZDF schon seit 2000 Jahren. Aus einem Teppich soll ich gesprungen sein und nackt wie Venus vor Cäsar, dem mächtigsten Mann der Welt, gestanden haben. In Rom nannten sie mich die königliche Hure. Wow, 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 okay, chill, Lerchenberg, Kleopatra. We get it. Ist aber ein super Ansatz. Geschichte muss ja nicht immer so trocken und bierernst sein wie in der Schule oder bei den Stolpersteinen. Lame. Oder mitten in unserer Hauptstadt. Aber ich meine, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner sollte man sich vielleicht doch einigen können. Die Fakten. Wäre gut, wenn die Fakten wenigstens stimmen. Und zwar genau, meine Damen und Herren, mein Uropa. Der war im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Was hat er da genau gemacht? Keine Ahnung. Den Fotos nach zu urteilen, die es noch gibt, hat er eine große Tour gemacht mit seiner Band, die Vier Ös. Schauen Sie mal hier. Das ist wirklich mein Urgroßvater in der Mitte. Salonkapelle Vier Ös. Ist ein Vorläufer des Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Rundfunk-Tanzorchester Simferopol. Die Musik war offensichtlich so schlecht, dass er danach knapp 4 Jahre lang in Sibirien in Gefangenschaft war. Mehr weiß ich nicht, was da so los war an der Ostfront. Ey! Yo, fellow teens and twents, wenn ihr wissen wollt, was los war und wie cool es wirklich war an der Ostfront, genau wie ich, dann klickt doch einfach mal rein bei Sophie Scholl auf Instagram. Hans beim Feiern in Russland. So beschreibt er die feuchtfröhlichen Abende in seinen Briefen. Absurd, dass Hans Russen und Russinnen kennenlernt, mit ihnen feiert und singt und gleichzeitig sind sie alle im Krieg und müssen im Zweifelsfall aufeinander schießen. Genau, die ganze Ostfront war in erster Linie bunt, feuchtfröhlich und aufeinander geschossen wurde im Zweifelsfall. Allerhöchstens im Zweifelsfall. Die Ostfront war im Grunde genommen eine außer Kontrolle geratene Party. Alles Weitere steht bei Sophie Scholl dann im Kleingedruckten in den Kommentaren. Und es gibt auf Sophies Instagram-Seite sogar schwarz-weiße Videos von dem bunten Treiben an der Wolga. Schauen Sie mal. Wahnsinn. Hier, ein echtes Video von der Ostfront. Sieht ein bisschen aus wie ein Kitzbühel, nur ohne Aperol. Es ist schon wie lustig, wie die da im Schnee rumstapfen, oder? Sophie, sag mal, woher hast du denn das Video? Erzähl doch mal. Alex hat uns die ersten Aufnahmen von der Ostfront gezeigt. Bisher kannte ich nur die Propagandabilder aus der Wochenschau. Das hier ist schon anders, aber irgendwie auch nicht. Alex hat aber noch andere Rollen dabei, von denen die Nationalsozialisten nichts wissen. Die will er uns ein andermal zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Man sieht darauf mordende Soldaten und tote Zivilisten. So, diesen Film hat also der Alex, also Alexander Schmorell von der Weißen Rose von der Ostfront per DM an Sophie Scholl geschickt. Echt? Ist das ein echtes Video von Alexander Schmorell von der Weißen Rose oder ist das ein Stück weit fiktionalisiert? Moment, wir scrollen mal runter, um es zu checken. Mhm.
Was? Weiter scrollen noch? Ah! Ah ja, ah. Da haben wir es ja. Die gezeigten Bilder stammen von keinem Mitglied der Weißen Rose. Es handelt sich um Archivmaterial von Frontaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg, welche heute nicht mehr auf einen eindeutigen Urheber zurückgeführt werden können. Danke für die Quellenangabe auf Nachfrage einer Userin. Wenn Instagram-Sophie schon in Plauderstimmung ist, hätte sie ruhig auch mal schreiben können, an der Ostfront stiefeln nicht nur ein paar fesche Wehrmachtsbuben in Moonboots und Schwarz-Weiß durch den Schnee und haben eine Menge Fun mit den Russen, sondern... dass der Judenmord zum Alltag des Vernichtungskrieges gehörte und die Soldaten daran partizipierten, als Zuschauer und Mitwisser, als Täter oder Helfer. So was meinen echte Historikerinnen, wenn sie vom vergessenen Holocaust sprechen. Bei dem starben rund ein Drittel der ermordeten Jüdinnen und Juden. Aber Buntstiftzeichnungen und lachende Soldaten beim Schneeschippen, das zieht uns junge Leute halt nicht so runter. So sind wir junge Leute, so kennt man uns. Facts are whack. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk keinen Bock auf historische Tatsachen hat, dann muss er sich auch nicht wundern, wenn wir jungen Leute die größte deutsche Erfindung auspacken, die es jemals gab. Also okay, die größte deutsche Erfindung seit den Erdnussflips. Den Opferkult. Der Opferkult hat ein neues Zuhause gefunden in den Kommis unter dem Ostfront-Post von Sophie Scholl. Mein Opa kam 1952 aus russischer Gefangenschaft zurück. Hi, also ich kann nur von den Erzählungen meines Großvaters berichten. Das einzige Mal, wo er einen Schuss abfeuerte, war, als er einen Eisbären von der Speisekammer fernhalten wollte. Ihr Opfer bleibt unvergessen. Ja, ihr Opfer bleibt unvergessen. Vor allem der arme, arme Opa, der den Eisbären auf dem Gewissen hatte. Und von diesen Kommentaren, meine Damen und Herren, gibt es noch viel, viel, viel mehr bei Instagram Sophie Scholl. Und dank Instagram Sophie Scholl gibt es endlich einen Ort bei Instagram, wo wir bemitleidenswerte Verbrecher nachfahren, ernst genommen werden, wo man uns zuhört. Zunächst möchten wir dir unser herzlichstes Beileid für deinen Verlust aussprechen. Dennoch bedanken wir uns bei dir für deinen ganz persönlichen Einblick. Es war sicherlich nicht einfach, diese Geschichten zu hören. Dennoch ist es umso wichtiger, diesen Geschichten Platz zu geben. Vielen Dank, dass du uns und die Community daran teilhaben lässt. Ja, wir Täter waren ja irgendwie auch hauptsächlich Opfer und im Widerstand. Eigentlich sind wir doch alle irgendwie wie Sophie Scholl. Bombenalarm über München am 21. Dezember 1942. Sophie Scholl im engen Luftschutzbunker mit Gasmaske. So war das damals. Wirklich? Das Erste, was wir sehen, ist Sophie Scholl in diesem Schutzraum wenige Tage vor Weihnachten 1942. An diesem Tag, als es den Luftangriff gab, war Sophie Scholl aber gar nicht in München, sondern hat auswärts einen Bekannten in einem Lazarett besucht. Also das ist das Erste, was wir sehen. Man sagt ja, man erzählt hier radikal subjektiv und es ist alles in Echtzeit und versetzt. Und da haben wir jetzt hier eben so ein dramaturgisches Element, dass das gar nicht stattgefunden hat. Und das Zweite ist, dass wir etwas sehen, was sich über historische Quellen eben auch nicht greifen lässt. Nämlich das dauerhafte Tragen von Schutzmasken in diesen Schutzräumen. Ah, hätten sich die Macher von Insta-Sophie mal besser eine Historikerin dazu geholt. Die hätte wenigstens für ein paar Quellenangaben und Fußnoten gesorgt. Was? Ach, die hatten eine beratende Historikerin? Das, finde ich, ist eben gerade das Besondere, zu sagen, nein, wir machen eben keine Fußnoten, denn in dem Moment, wo wir sagen würden, so, und unten im Kommentar erscheint jetzt, das kommt daher und das kommt daher und so weiter, wäre das für die jungen Leute schon wieder komplett out. Ja, genau, Fakten sind komplett out. Wissenschaft ist cringe. Und was wir jungen Leute überhaupt nicht brauchen, ist Kontext. Kontext ist total lame. Das führt immer dazu, dass dann alte Kritiker, sage ich mal, dann eben sagen, ja, ihr entkontextualisiert. Aber letztlich ist mir das Schnuppe. Ich meine, ich habe auch Tatorte gemacht, früh schon irgendwie. Und da waren auch Menschen, die sich wahnsinnig aufgeregt haben, warum man den Täter am Anfang verrät. Ja, genau. Ob Tatort oder Sophie Scholl. Ich meine, Mord ist Mord. Ganz wichtig bei beidem, niemals verraten, wer der Täter ist. Es gibt immer diese Momente von Bedenken oder auch meinetwegen Wut und so weiter. Aber trotzdem ist es so, dass halt natürlich auch was am schlimmsten ist, die überwältigende Zustimmung zu dem Format. Denn die ist einfach gegeben. Solange die Mehrheit das Projekt geil findet, muss es ja gut sein. Ein Konzept, das schon 1933 zu höchst zufriedenstellenden Ergebnissen geführt hat. Sophie Scholl
bei Instagram gibt uns Kriegsverbrecherenkeln endlich die Möglichkeit, uns als Widerstandskämpfer zu fühlen. Und nebenbei gibt's Bumsgeräusche von Hans Scholl und noch bessere Rezepte als bei Stefano Zarella auf dem Berg. Mit der historischen Sophie Scholl hat Instagram Sophie Scholl aber ungefähr so viel zu tun wie Mehmet Scholl mit dem Dr. Scholl Hornhautraspler von Peter Schollatour. Obwohl, Peter Schollatour, der lebt ja auch nicht mehr. Wie Sophie Scholl, also in 4 Tagen, mein lieber Scholli. Der Instagram-Account von Sophie Scholl erzählt mehr über Deutschland 2022 als über Deutschland 1942. Und das, obwohl es eigentlich eine gute Idee wäre, uns Teens und Twents für die Nazi-Zeit zu begeistern. Quatsch! Ich meine, deutsche Geschichte für Leute greifbar zu machen, die nicht das große Glück hatten, dabei gewesen zu sein. Und das kann auch richtig gut funktionieren. Der Instagram-Kanal von Sophie Scholl hatte nämlich ein tolles Vorbild, Eva Stories aus Israel. Hi, my name's Eva. From today, I must document everything that happens to us. Die Geschichte der ungarischen Jüdin Eva Heimann, ermordet mit 13 in Auschwitz, nacherzählt bei Instagram. Das hat richtig gut funktioniert. Und das haben die Tatort-Fans von SWR und BR gesehen und sich gedacht, das machen wir auch. Aber mit einem jüdischen Opfer, oh nee, das zieht so runter irgendwie. Und denk doch mal an die jungen Leute. Lass uns doch lieber mal die ein Stück weit fiktionalisierte Geschichte einer jungen Studentin aus dem Widerstand erzählen, weil die hatte 2021 ihren 100. Geburtstag. Sophie Scholl is relatable. Die haben die Deutschen doch irgendwie schon immer gut gefunden. Oder wie war das 1943? Die Münchner Studentenschaft protestierte gegen die Hochverräter aus den eigenen Reihen. Und in Zeitungsannoncen versicherten Privat- und Geschäftsleute namens Scholl, mit den Geschwistern Scholl keinesfalls verwandt zu sein. Leider kann sich daran heute irgendwie niemand mehr erinnern. Naja. Für den Großteil der Gesellschaft ist das alles ganz weit weg, ganz lange her und hat vor allem nichts mit ihnen selber zu tun. Und merkwürdigerweise sind dann aber Identifikationsangebote, die vor allem entlasten, sehr beliebt. Ja, merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Aber vor allen Dingen logisch. Die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben und wir, die Nachfahren der Täter, sind allmählich auf uns alleine gestellt, was das Erinnern angeht. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist für unsere deutsche Erinnerungskultur, wenn uns eine ein Stück weit fiktionalisierte, leicht verpennte 40er-Jahre-Karo-Dauer aus dem Bett heraus bei Instagram erklärt, was damals so abging und was nicht. Weil wenn Geschichte zu Fiktion und Kitsch wird, müssen wir uns nicht wundern, wenn irgendwann selbst diejenigen Sophie Scholl für sich vereinnahmen können, die eigentlich Fans ihrer Mörder sind. Wir gedenken des bürgerlichen Widerstands. Hans und Sophie Scholl. Wir würden AfD wählen. Hans und Sophie. Jetzt ab nur 99 Cent als Aufkleber, Button oder Kaffeetasse im fucking Querdenker-Shop. Wirklich wahr. Und ab einem Bestellwert von 18 Euro gibt's einen gelben Ungeimpftstern zum Aufnähen gratis mit dazu oder was. Wer anfängt, sich kreativ erinnern zu wollen, der kann sich auch gleich alternativ erinnern. Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklicke regieren zu lassen. Sophie Scholl würde AfD wählen. Ja, und Katzen würden Whiskas kaufen. Und Nazis waren ja irgendwie Sozialisten. Und Antifaschisten und Faschisten, das ist ja irgendwie auch alles das Gleiche. Es ist doch irgendwie alles nur noch eine Suppe aus Kraut und Kartoffeln. Alles irgendwie nur noch so eine Suppe.